Ich bin nah dran. Ich muss es sein. Hier ist es ja. Gaia Version 6.9. Initialisiere. Hallo. Hi. Elizabeth? Travis Tate. Na, was haben wir denn hier? Eine Farsine-Verschwörung, um eine Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen zu stehlen? Böse, böse. Soll ich mich drum kümmern, Liz? Frevler! Schlangenbrut! Mit mächtiger Hand werde ich euch Probleme bereiten. Von Gaia gestohlen, ihr Verlierer. Sondern die Logikbombe überhaupt. Also, viel Glück beim Reparieren der Daten. Und denkt das nächste Mal an meinen Gruß, wenn ihr euch für intelligenter als einen Tate haltet. Aloy? Die Göttin? Es gibt keine Göttin! Das sagte ich dir doch schon. Es ist nicht Gaia. Nicht das, wonach ich suche. Das ist eine Fälschung! Ich schaff das. Val, tut mir leid. Du bist ganz schön bissig, weißt du das? Aber es war schon faszinierend, dich vom Turm fliegen und die Senke hochjagen zu sehen. Die Sache ist, ich muss das noch öfter machen. Mir fehlen die Spuren, aber ich muss weitersuchen. Und zwar schnell. Und ich nehme alle Risiken in Kauf. Aber es macht keinen Sinn, in Begleitung zu reisen. Sie könnte verletzt werden. Das ist meine Verantwortung. Nur meine. Warte mal.
Neulich, in Meridian sprachst du von einem Mann, der dir half. Silence. Du hast gesagt, ihr habt über vieles gesprochen, über Dinge aus der alten Welt. Dinge, die niemand versteht. Und er gab dir die Lanze, der du Hades besiegt hast. Er ist tot, Val. Ich habe seit dem Kampf gegen Hades nichts von ihm gehört. Schon, aber Meisterspion Marat in Meridian. Er ist doch gut darin, Leute zu finden. Val, ich... Komm schon, könnte klappen. Außerdem siehst du dann ein paar freundliche Gesichter. Okay, okay. Ja, ein Versuch ist es wohl wert. Wir haben einen langen Weg vor uns. Eigentlich habe ich eine bessere Idee. Sonne, es stimmt. Sie ist zurück. Ein Segen. Die Retterin von Meridian ist wieder da. Das hast du dir verdient. Du hast sie gerettet. Noch nicht. Im Namen des Sonnenkönigs Avad, der Streiterin ein königliches Willkommen. Mach Platz. Marat. Aloy hat etwas Wichtiges zu besprechen. Ach ja? Dann sind wir schon zwei. Ich habe vor Wochen Jäger ausgeschickt. Nach Sonnenfall und bis ins Heilige Land, um dich zu finden. Am Turm ist etwas passiert. Kommt. Ich zeige es euch. Seid vorsichtig. Du hast uns gerettet, ja, aber wir räumen immer noch auf. Es geschah direkt nach der Sonnenwende. Wir konnten es herunterspielen, der Sonne sei Dank. Vielleicht hätte es sonst eine Panik gegeben. Eines Nachts, für eine halbe Minute, glühte er flammend rot. Von Meridian aus wirkte es wie eine Täuschung. Aber aus der Nähe, auf der Flamme sah man, dass es keine Reflexion war. Zu meinem Missfallen wurde erzählt, das Licht sei vom Turm gekommen. Von dort. Wir haben hier nichts angefasst. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Der Turm soll Signale aussenden, Nachrichten für das Terraforming-System. Aber Hades wollte damit alte Kriegsmaschinen wecken. Ich hatte die Verbindung doch getrennt. Wartet, ich sehe mir das an. Gib uns Bescheid. Ein gutes Gefühl dabei. Ich weiß nicht. Das sieht aus wie vorher. Was wurde von der Spitze des Turms übertragen? Ich muss wohl irgendwie da hoch.
Vielleicht kann ich zu dem Vorsprung hinter mir springen. Ich sollte den Zaun ranziehen können. Na also. Ich sollte den Zahn ranziehen können. Na also. Wie komme ich jetzt zum Turm rüber?
Sieht aus, als könnte mein Zugwerfer helfen. Sollte ich da hochkommen. Ich dachte, mit der Lanze wollte Silence mir helfen. Er hat mich wohl ausgetrickst. Sie hat etwas über den Turm übertragen. Hat er alles gerettet? Warum sollte er? Wenn ich rausfinde, wohin es geschickt hat, werde ich ihn finden. Ich hoffe, der Übertragungsknoten oben sagt's mir. Sieht nicht so aus, als könnte ich hier hochklettern. Ein Spalt in der Platte. Ob ich von innen da hochkomme?
Ein Aufzug? Mal sehen. Zugangslift aktiviert. Mein Glückstag. Wartungskonfiguration wird eingeschaltet. Das Ganze dauert sich. Wie kann ich sich das wohl erklären? Aloy, du hast meine List also endlich aufgedeckt. Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass es so lange gedauert hat. Du hast mit der Lanze alles gestohlen? Wie kannst du so leichtsinnig sein? Leichtsinnig? Du wolltest Hades doch löschen, ohne vorher sein kostbares Wissen zu extrahieren. Das geheimnisvolle Signal, das ihn weckte zum Beispiel. Oder wo man eins dieser Gaia-Backups bekommt, nachdem du so lange gesucht hast. Wenn du es wusstest, wieso hast du es mir nicht gesagt? Ich hatte in den letzten Monaten eigene Probleme, Aloy. Der Unterschied ist, ich bin vorangekommen. Also wenn deine Wut über meine absolut notwendige Täuschung verraucht ist, komm doch zu mir in den verbotenen Westen und sieh dir an, was ich entdeckt habe. Oh ja, ich werde kommen. Ja. Tja. Mit den Koordinaten bin ich leicht zu finden. Das schaffst sogar du. Ich sollte Val und Marat sagen, was ich gefunden habe. Aloy schafft es immer, Unglaubliches zu vollbringen. Du bist reingegangen, er veränderte sich. Fast wie am Tag des Kampfes. Ich bin nur dankbar, dass es heute so stürmisch ist. Nur wenige werden die Veränderung gesehen haben. Was hast du entdeckt? Hades. Die Gefahr ist nicht gebannt. Sie ist im verbotenen Westen. Und ich muss ihr folgen. Ah ja, das könnte schwierig werden. Der Westen heißt nicht umsonst verboten. Ein stammwilder Krieger kontrolliert den Großteil, die Tenakt. Und sie lassen niemanden über die Grenze. Gleichwohl konnte Sonnenkönig Avad einen fragilen Frieden aushandeln. Tatsächlich soll sich eine Gesandtschaft zur Grenze aufmachen. In ein, zwei Tagen. Wenn du unter ihrem Schutz an dem Treffen teilnimmst, lassen dich die Tenakt vielleicht passieren. Statt dich zu jagen und sofort anzugreifen. Ja, das fehlte noch. Mehr Mörder. Ah, der Sonnenkönig. Aloy, schön dich zu sehen. Du warst so schnell weg. Wir hatten nie Gelegenheit, uns zu bedanken. Zeigen wir der Streiterin jetzt den Speer, bitte? Itamen, sei still. Es stimmt, wir haben Geschenke. Die Etikette verlangt normalerweise eine Zeremonie im Palast. Aber ich dachte, dir ist es etwas zwangloser lieber. Bringt sie her, bitte. Aber das ist alles wirklich sehr nett. Uthid, Vanasha. Schnell, geben wir sie ihr, bevor sie wieder verschwindet. Wirklich? Muss das sein?
Setz es auf. Es ist wunderschön. Im Namen aller Einwohner des Sonnenreichs sollen diese Gaben unsere ewige Dankbarkeit zeigen. Vielleicht möchtest du noch mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen. Komm zu mir, wenn du abreisebereit bist. Ich muss die Masterüberbrückung an meinem neuen Speer befestigen. Der Bildhauer wollte etwas viel Größeres. Doppelt so groß. Mit Gold und Juwelen. Aber ich dachte mir, dass dir das nicht gefallen würde. Du hattest recht. Es tut mir leid, Avad. Schön, dich zu sehen, aber ich kann nicht bleiben. Verstehe. Ich hatte gehofft, du bleibst eine Weile in der Stadt. Vielleicht im Palast? Meridian ist noch in Gefahr. Aber das ist nicht alles. Deshalb muss ich dringend nach Westen. Ins Tenakt-Gebiet. Bei der Sonne, die Tenakt? Tja, vielleicht hat Marat es dir schon gesagt. Aber nach Jahren der Feindschaft gibt es jetzt einen Waffenstillstand. Vielleicht sogar endlich Frieden. Eine weitere Gesandtschaft wird bald dorthin aufbrechen. Was macht die Gesandtschaft so besonders? Wie heute macht sie eines besonders, nämlich der Gast. Unsere Delegation trifft sich mit den Tenakt vor Fahrlichtstoren. Wir geben ihnen Schätze und sie uns einen Gefangenen. Verscharf. Einen unserer besten Soldaten. Soldat? Nicht eher Räuber? Nein, nicht in diesem Fall. Verscharf ist mein Cousin. Er ist von anderem Schlag als Helis. Er schloss sich der Westexpedition an, weil er hoffte, gewisse Exzesse zu verhindern. Doch er wurde bei der Schlacht um unsere Basis in Zinnobersande gefangen genommen. Und ist bis heute nicht zurück. Wenn du sagst, Jahre der Feindschaft, meinst du die roten Raubzüge? Ah ja, mein Lieblingsthema. Es tut mir leid, aber ich muss das wissen. Wie du weißt, überfiel mein Vater alle Nachbarstämme. Die Osseram, Banuk und Nora litten sehr und kämpften so gut sie konnten. Aber niemand kämpfte wie die Tenakt. Sie griffen unsere westliche Front an, in Fahrlicht, und jagten uns aus ihrem Land. Sie nach all dem zu Gesprächen zu bewegen, war schwierig. Itamin wird glücklich. Du hast ihn aus Sonnenfall geholt. Wenn er glücklich ist, verdankt er das dir. Er wächst zu einem guten Mann heran, der er auch sein muss, wenn er die Krone erben soll. Wäre nicht dein Sohn der nächste Thronfolger? Ja, tja. Dazu müsste ich erst einmal heiraten. Marat versucht schon dauernd, mich zu verkuppeln. Aber ich suche wohl etwas, das diese Damen einfach nicht sind. Auf jeden Fall habe ich den Thron nie begehrt und will nicht ewig drauf sitzen. Wenn Itamin alt genug ist, möchte ich abdanken. Befreit von der Krone, kann ich vielleicht endlich die Welt bereisen. Wer weiß, vielleicht begleite ich dich sogar auf einem deiner Abenteuer. Bei dir klingt das so einfach. Ich muss jetzt los. Einen Moment, Aloy. Ich muss dich was fragen. Ich konnte an fast nichts anderes denken. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Aber es muss sein.
Als du plötzlich weg warst, wusste ich nicht, ob ich dich je wiedersehe. Ich will dich nicht aufhalten oder einengen. Aber ich muss wissen, wenn deine Mission erfüllt ist, kommst du dann zurück nach Meridian und bleibst. Lang genug, dass wir Zeit haben, uns richtig kennenzulernen. Vielleicht. Ich möchte Meridian wiedersehen, Avad. Und dich. Aber diese Mission ist mein Leben. Ich denke an nichts anderes. Und das muss so bleiben. Was danach passiert, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Nun, wenn du in Meridian damit anfangen möchtest, solltest du wissen, dass du hier immer hoch willkommen bist. Erfüll deine Mission, Aloy. Ich hoffe auf deinen Erfolg und freue mich auf deine Rückkehr. Königswitwe Nasadi. Gesegnete Streiterin. Itamen, wie sagt man? Mein bescheidener Dank, Streiterin, für die Rettung meiner Mutter und mir aus Sonnenfall und für die Verteidigung der heiligen Stadt gegen die Truppen des Schattens. War das richtig? Das war sehr gut, Itamen. Und gern geschehen. Streiterin, bringst du mir bei, wie ein echter Maschinenjäger zu schießen? Itamen. Ich habe eine wichtige Mission, Prinz. Um die Welt zu retten? So in etwa. Aber wenn ich zurück bin, gebe ich gerne Tipps. Wäre mir eine Ehre. Wir schulden dir unser Leben. Und das vergessen wir nie. Möge die Sonne dich führen. Achte auf Donnerkiefer, Streiterin! Sollte wohl geschmeichelt sein von der Statue. Aber es fühlt sich falsch an, wenn meine Aufgabe gar nicht fertig ist. Sieht wie ein Denkmal aus. Den Gefallenen in der Schlacht der Flamme zu ehren. Viele mutige Menschen haben diesen Ort gegen Hades verteidigt. Ich darf dich nicht durchlassen, Streiterin. Du darfst hier nicht durch. Laut Befehl darfst du die Flamme nicht verlassen. Tut mir leid. Maschinenkadaver. Überreste von der Schlacht der Flamme. Wir wurden fast überrannt von den Maschinen, die Hades kontrolliert. Aber wir setzten uns durch. Sie will nicht so viel Aufmerksamkeit.
Ein Teil des Todbringers, den ich besiegt habe. Diese Maschine war die letzte Verteidigungslinie für Hades. Sie hat die Kugel hergeschafft und mich beinahe getötet, aber jetzt ist sie nur noch Schrott. Schön, dass du zurück bist, Retterin. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Meridian wird seine Schuld niemals begleichen können, Retterin. Retterin! Dir gut. Da, eine Werkbank. Was soll das, Vanasha? Darfst du mich mit schweigen? Okay. Masterüberbrückung installiert. Und was Neues. Um Energie zu speichern und freizusetzen, ein Resonanz. Uthid, Vanasha. Danke, dass ihr hier seid. Ist doch klar. Obwohl du uns nach dem großen Kampf so im Stich gelassen hast. Vanasha, nicht. Sie ist jetzt hier, oder? Ja, im Moment. Aber ich kenne doch diesen Blick. Sie hat etwas zu erledigen. Und zwar nicht in Meridian. Du weißt, dass ich nicht gegangen bin, weil ich wollte. Ich hatte... Kleine Jägerin, bitte. Du musst dich vor uns nicht rechtfertigen. Du hast uns gerettet. Wenn du gehen musst, geh. Mit unserem Segen. Immer. Ihr seht beide richtig gut aus. Mr. Superschick hier ist jetzt leitender militärischer Berater des Sonnenkönigs. Das heißt, dass Leute ihm tatsächlich zuhören müssen. Die Sonne sei den armen Seelen gnädig. Wenigstens sage ich ab und zu mal was, das Substanz hat. Wie bitte? Ich bin beim Zuhören kurz eingeschlafen. Und was ist mit dir, Vanasha? Ich kümmere mich um Nasadi und Itaman. Zwei Drittel Wächterin, ein Drittel... Schlechter Einfluss. Ich wollte Kindermädchen sagen, aber deine Version ist besser. Du als Kindermädchen, seltsam. Itaman hat es gut. Moment mal, ich bin nicht völlig zahm geworden. Nasadi war die Frau des verrückten Sonnenkönigs. Sie hat Feinde. Ich musste einige Anschläge verhindern. Klar, gib's bloß nicht zu. Aber innen drin bist du weich wie ein Seidenkissen. Oh, du hast keine Ahnung. Hä? Oh je. Wir waren gerade bei Itaman? Ja, okay, ich geb's zu. Itaman ist süß, lustig. Und er bewundert mich. Ich mag ihn. Außer wenn er vergisst, sich die Hände zu waschen, nachdem er im Garten hinter dem Solarium Würmer gesucht hat. Ich war seit Monaten nicht in Sonnenfall. Was wurde aus den Schatten, Kaja? Als du die Eklipse ausgelöscht hattest, gab es kaum noch Priester und Offiziere, die die Leute terrorisieren konnten. Avad bot allen Straffreiheit an, die nur unter Zwang gehandelt hatten. Also räumten die Leute die Zitadelle und gaben sie ihm zurück. Das Sonnenreich wurde vereint. Avad wollte, dass Uthid die Garnison dort kommandiert. Aber Hauptmann Knuddels wollte nicht. Gerüchten zufolge wollte er bei mir bleiben, hier in Meridian. Völliger Quatsch, natürlich. Also... Ich weiß. Du musst los. Geh. Fort mit dir. Immer eine Ehre, Streiterin. Immer eine Freude. Und bitte, kleine Jägerin, komm bald zurück und erzähl uns von deinen Abenteuern.
Ich bin ruhig geworden, aber ich will von deinen Taten hören. Es ist mir eine große Ehre, Ritterin. Die in der Schlacht der so. Das war's dann. War doch ganz nett, alle mal wiederzusehen. Können wir los? Oder willst du dich noch länger mit deinen Freunden unterhalten? Ich sollte mal los. Wenn ich nach Westen will, brauche ich wohl ein Wegerecht von den Tenakt, wie du sagtest. Wo genau wird diese Gesandtschaft stattfinden? Hinter dem Schrecken. Die Schlucht, die westliche Grenze des Sonnenreichs markiert. Die Festung Fahllicht liegt an ihrer äußersten Ecke. Die Gesandtschaft trifft sich direkt vor ihren Toren. Es ist ein langer Marsch, 2 Wochen zu Fuß. Mit Tempo sind wir in ein paar Tagen da. Vielleicht sollten wir lieber hier übernachten und morgen früh weiter. Natürlich. Ich regle das. Storm. If I falter,
Stahl und Funke. Ha! Hab noch nie jemand gesehen, der auf einem der Dinger reitet. Komm ich so nach Fahrlicht? Ja, das heißt eigentlich. Nur nicht heute. Noch nicht. Und wieso nicht? Naja, der Schrecken. Das ganze Tal ist verseucht von Maschinen. Maschinen sind kein Problem. Tja, das glaube ich dir, aber ich habe strikten Befehl, erst zu fahren, wenn der Pfiff von Kettenkratz das Okay gibt. Hör zu. Ich bin nicht so weit gereist, um hier zu warten. Entweder setzt du die Bahn in Gang oder ich mach's. Tja, aber wer würde sie wieder raufziehen? Na gut, na gut. Aber wenn jemand fragen sollte, sagst du besser, du hast mich gezwungen. Ich sehe Rauch, aber nicht viel Aktivität. Der Rauch kommt bestimmt von etwas, das die Maschinen zerlegt haben. Und was die Ruhe angeht, tja, wegen all der Aufregung gab es einen Arbeitsstopp. Welche Maschinenarten machen die Probleme? Bösartig. Und zwar jede Menge. Man nennt sie Dornröcken. Seltsam ist, dass sie nicht aus dem Schrecken stammen. Sie tauchten plötzlich einfach auf. Keine Jäger, die sie töten. Oh, wir haben Jäger. Nur niemand, der Ulvon verärgern will. Er ist der selbsternannte Boss von Kettenkratz. Der Arbeitsstopp war seine Idee. Naja, also ich bin mal auf der Durchreise. Ich muss zu einer Gesandtschaft. Sag das doch gleich. So bald wird die nicht stattfinden. Was willst du damit sagen? Hörst du das? Das ist deine Antwort. Wer ist das? Ein Kaja Sonnenbürster. Hab ihn gestern runtergebracht, etwa eine Stunde bevor die Maschinen kamen. Er ist ein sehr wichtiger Mann. Sagte jedenfalls. Die Gesandtschaft in Fahrlicht? Er ist der, der sie leiten soll. Ha! Wenn du nicht sofort tust, was ich sage, erfährt der Sonnenkönig selbst von deiner Anmaßung. Dank dir musste ich die Nacht frierend im Zelt verbringen. Völlig ungeschützt. Ich bin fast gestorben. Mich willst du nicht fahren, aber das... Das... Was? Das Nora-Mädchen? Die Wilde? Zur Seite, tauge nichts. Wadis, das ist Aloy. Gelehrter Wadis. Aloy, die Retterin von Meridian. Wirklich? Nun, das lindert die Kränkung, schätze ich. Ich komme wegen der Gesandtschaft in Fahrlicht. Wie ich höre, du auch. Tja, nicht solange das Tal infiziert ist. Und so erklärte Araman, die Sonnenpriester zu kostbaren und würdigen Hütern. Siehst du, die Schrift. Ich ziehe weiter nach Fahrlicht, wenn der Hauptmann der Garde mir sagt, dass der Weg frei ist. Nicht einen Moment früher. Gut. Der Hauptmann ist ein Freund von mir. Wo ist der Ritt? Ich würde gern mit jemand reden, der Taten vorzieht, nicht Schriften. Wadis. Gelehrter Wadis. Gelehrter Wadis sandte Erend und noch eine Garde am Morgen los, den Weg zu bahnen. Und so geschah es. Hey! Sch! Weiter das Tal runter? Ja, sie wollten in den Ruinen links nach Spuren suchen. Dort gingen sie hin. Okay. Ich hörte, es herrscht Arbeitsstopp. Wo kann ich Sachen herstellen? Der Schmied in Kettenkratz lässt dich bestimmt seine Werkbank nutzen. Für die Dornrücken solltest du dir Säurepfeile herstellen. Triff ihre Kanister damit und schalte sie schneller aus. Danke. Ich suche Erend und bring ihn zurück. Hey! Wo willst du denn hin? Na, zum Gipfel, um
in Sicherheit zu warten. Tut mir leid. Der Fahrer hat strenge Befehle. Keine Passagiere bis zum Pfiff, stimmt's? Ganz genau. Fang mal an zu kurbeln. Wieso? Wieso? Joruf, geleitest du bitte den Gelehrten nach Kettenkratz und wartest da auf mich? Schon dabei. Ich finde Erend und mach den Weg frei. Aber danach keine Ausreden mehr. Fahrlicht. Gesandtschaft. Wenn dies der Wille der Sonne ist? Das wird es. Vertrau mir. Ich muss Erend finden. Aber ich sollte vorher meinen Bogen in Kettenkratz verbessern. Wenn du mich entschuldigst, ich muss jetzt nachdenken. Diese Maschinen müssen das Lager zerstört haben. Dieses Tal ist definitiv nicht sicher.